Hallo, Gruß zurück an den Chat. Ach, Lukas hat auch gesagt, nee, Sackpilz sagt auch, eine Minute. Eine Minute noch. Ich sehe den Countdown nicht mehr. Severin, geht's jetzt los? Der Countdown ist weg. Das ist geil. Geht los. Woo! Let's get hyped. Da passiert noch echt, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ja, also ich, war mega. Ich weiß nicht, ob sie jetzt rauskommen und sagen, hey, das ist die Xbox Scarlett. Und nee, so direkt, wisst ihr, er kommt direkt mit der Konsole auf die Bühne, schließt sie selber an, zack, auf geht's. Oh wow, okay. Guck mal, so viele Leute hängen da noch am Handy. Die ganzen armen Videospielredakteure, die jetzt noch arbeiten müssen. So Hyperpipe, siehst du, im Chat ist auch. Ah ja, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Schöne Stage. Oh, das waren gerade die Battletoads, oder? Echt? Ich glaube, ja. Ja, die haben sich ja auch ganz viele Indie-Studios noch gekauft gehabt, ne? Wahrscheinlich wird man da auch noch einiges sehen zu. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, Sea of Thieves war ja auch so ein Ding, ey. Das haben ja, also es wurde ja am Anfang extrem gehypt und dann war ja so wenig Content da. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ich mag das Spiel total, aber schon. So. Timothy sagt übrigens, du bist schon fertig. Jetzt schon durch. Ich bin fertig, ja. Oh, was ist das? Könnte ein bisschen lauter sein, oder? Ein bisschen. Danke, Severin. Ach, Outer Worlds. The Outer Worlds, okay. Da hat man vor drauf. Verdammt. Die Schäder erinnern mich hart an Bioshock irgendwie, so eine leichte Bioshock-Historie. Ja. Muss ich auch kurz dran denken. Hätte ich nicht gedacht, dass sie damit beginnen, muss ich sagen. Ja. Schon vorbestellbar. Da bin ich echt mal gespannt, wie unterschiedliche Spielstile es gibt. Jetzt sieht es ja wirklich so aus, das wird eine Ballerbude. Ich musste gerade an Bulletstorm denken. Ja, schon, ne? Stimmt. Ich meine, das hat natürlich auch was, aber... War das ein Schrumpfstrahler? Sah so aus. The Outer Worlds, 25. Oktober schon. Oh, das wird wieder der Winter ist wieder vollgepackt mit Games. Das wird aber so, hallo, ey. Das wird so krass wieder. Please welcome from Ninja Theory, Ronnie Tucker and Dom Matthews. Ach, die machen gar nichts weiter dazu jetzt. Die haben nur den Trailer gezeigt. Ja, also ich glaube, das wird wie letztes Jahr. Die hauen einen nach dem anderen raus. So gar nicht viel zu sagen, einfach raus. Macht ja aber auch Sinn, ganz ehrlich. Wir sind jetzt nicht unbedingt hier, um die ganze Zeit nur Leute auf der Bühne zu sehen, sondern wir wollen Games sehen. Xbox Game Studios. A move that has given us an incredible boost in achieving the creative ambition of our teams.
We started work on a number of new games in the studio, and in the near future, we'll be sharing details on all of these projects. When we joined Xbox Game Studios, we already had a very exciting game several years in the making. And we're happy to return to E3 to share it with you. As creative director, I'm stoked to be here to share our new game with you guys. It combines two of my gaming passions, third-person action combat and competitive team multiplayer. Dieser leichte Blick immer runter zum Teleprompter. In just a couple of weeks, and we'd love you to sign up, get involved, and tell us what you think. Or if you're here at E3, come join us for a game. I really hope you guys like it. Check it out. This is Bleeding Edge. Ah, okay. Das war auch schon World Premiere. Ja, sie haben wir was zum Abhaken? War World Premiere auch schon fürs Bingo? Bullshit Bingo. World Premiere. Ja, Borderlands. Das gefällt, das gefällt mir, aber das sieht geil aus. Das sieht optisch noch ein bisschen abgefahrener aus als Borderlands. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal sowas sagen kann, aber... Alles im Xbox Game Pass natürlich drin. Mhm. Okay, krass. Also das Charakterdesign ist schon mal schon geil. Das ist ziemlich on point. Das ist wirklich cool. Aber das wird ja wirklich, also Matthias hat recht, das sieht sehr aus wie ein Team-Shooter, aber wie Overwatch. So ein Hero-Shooter. Ja, wir haben zwei neue Follows. The Shadow Gamer und Suirames. Ja, danke an euch beide. Danke für die Follows. Bleeding Edge. Third-Person-Multiplayer haben sie gesagt, ne? Das. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, sie hauen einen nach dem anderen raus, finde ich gut. Das ist wahrscheinlich Ori, oder? Mhm. Ja, doch, könnte sein. Oh, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, ich auch gerade ein bisschen, tatsächlich. Alleine der Soundtrack ist so gut. Das ist... Ja, doch, ja. Okay. Achso, okay. Ich habe den ersten ja nicht selber gespielt gehabt. Ich habe mir da nur dazu, ein Kumpel hat das gespielt gehabt, und den habe ich im Livestream zugeguckt gehabt. Aber es war so wunderschön, einfach dieses Spiel. Da merkt man echt, dass der Herzblut reingeflossen ist. Wie gesagt, der Soundtrack ist wahnsinnig gut. Also. Wieso muss es immer Spinnen geben? Ich verstehe es nicht. In jedem Spiel muss es Spinnen geben. Hast du eine leichte Arachnophobie? Vielleicht. Oh shit, ey. Das sieht echt, das sieht gut aus. Und der Soundtrack wieder, ne? Das ist einfach episch. Oh. Oh. Sackpilz schreibt pure Magie, ja. Aber sowas von, ey. Komm bitte Release Date. Leute. Noch nicht. Ah! 11. Februar 2020. Sehr schön. Top. Ich weiß nicht, was es ist. Das sieht aus wie ein Minecraft. Geht gleich weiter, ne? Ja. Oh, wir haben die beste PK, Marco. Ja, wir haben die beste PK. Okay, Minecraft. Oh, a brand new game. Oh, okay. Okay. Dazu gab es keine Leaks, oder? Also. Das sagt mir jetzt auch nichts. Oder es ist die. Nee, es ist. Ah, doch, das habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen. Ein Minecraft Diablo, oder was? Ja, so. Aha, aha, aha. Das sieht cool aus. Ich mag halt den Stil total, ne? Diesen Minecraft-Klötzchen-Stil. Ja. Na, ich bin mal gespannt, ob du dann trotzdem halt auch wirklich Klötzchen und so weiter bauen kannst. Ob das auch danach die Rätsel gelöst werden oder ob das feste. Feste gebaute Dungeons sind, wo du nicht, sag ich mal, jetzt kreativ, also gut,
kannst wahrscheinlich trotzdem kreativ Sachen lösen, aber halt nichts mit bauen oder so. Ja, Nesimo schreibt auch Diablo/Minecraft. Ja, das sieht echt cool aus. Ja, ist auf, also ich glaube, das wird auf jeden Fall auf mehr auf eine höhere Spielerschaft treffen als Diablo Immortal. Ja. Das, da sage ich jetzt mal nichts zu. Ey, ohne Flachs, wie die es damals gegen die Wand fahren konnten, das ist der Wahnsinn. Ja. Minecraft. Doch, Dungeons. Davon habe ich gehört. Spring, aber ist noch ein bisschen hin. Okay. Also wenn das am gleichen Tag kommt wie Ori, dann... Local Co-op, das ist immer ein ganz wichtiges, ja, ein ganz schönes Ding. Oh. Ja, gut, jetzt wird's interessant. Der gute Phil. Wenn sie Immortal mindestens mal releasen würden. Ja. Burn! Timothy, schaue ich mir gleich an. Danke. Cool. Hier, guck mal. Also, siehst du das? Wusste gar nicht, dass Xbox auch seinen eigenen, so sein eigenes Gang-Zeichen hat. Ja, auch noch nie gehört. We on Team Xbox live for this exact moment. Oh, okay. The moment we get to share the best of our art form here with you in LA. And the moment you get to experience breathtaking new stories, new worlds and new heroes for the very first time. This moment isn't just about finding some new games, it's about discovering your new game. This decisive moment of discovery is etched in your gaming history, alongside your every achievement, your every moment, your every new friend. This is why we on Team Xbox are always and will be dedicated to unleashing the next new games for you to discover and love. So whether you're one of the thousands with us here in Microsoft Theater, or one of the billions around the world who play games, welcome to E3 2019. Also wenn ich jetzt so mega hochhype, dann will ich jetzt was sagen. Also this right now, yeah, is the single most creative and energizing time in gaming history. Wow. Yeah. Games and gamers together now have the sheer magnitude to be a significant unifying force for the world. The expanding universe of gaming has opened a new era of creative possibility. With more games, more creators, and more industry players than Phil, ever before. Phil, komm zum Punkt. And gamers were everywhere. In under two decades, the number of players in the world has more than tripled. Over 2 billion dachte ich gerade, als er gesagt hat, gamers now play games in every region dachte ich, jetzt and on kommt every irgendwas continent. Mit mobile noch. And with new technological leaps, we get to play whatever we want, with whomever we want, and wherever we want. Oh. Cloud Gaming? Das kann natürlich auch sein, ja, das ist ganz gut. On Team Xbox, every decision is guided by our belief that gaming is for everyone. My team and I are single-minded in our resolve to bring everyone the games they want, to connect everyone to play with the friends they want, and to empower everyone to play wherever they want. Oh, das ist auch besser. Ja. Nee, es wird schon Cloud sein. This is why we keep innovating hardware and services. It's why we're uniting communities through crossplay. And it's why we're investing with new distinctive creators. Nebenbei die Spitze gegen Sony geworfen. Ja, also, zu Recht aber. Ja. This is why we scour the world for your next new game. This today is the largest showcase of games on any stage, anywhere this year. Oha. Ich glaube, da kommt noch einiges, aber das haben sie, glaube ich, letztes Mal auch gemacht. Today, from the thousands of games in development across Xbox One and Windows PC, we're highlighting 60 games for you. Including 14 games from Xbox Game Studios, and over 30 games premiering
in Xbox Game Pass. And one Cyberpunk. In addition to showcasing all of these games over the show, we'll also announce what's next at Xbox Game Studios. Sharing our expansive plans for streaming, and of course, Project revealing Xbox. More about our next new console. Okay. So thank you for joining us today. Let's jump in. Oha. Good 26 schreibt, geht ganz stark nach einer Kampfansage. Ja. Die Spitzen werfen sie ja auch immer. Aber ist ja auch ganz witzig so. Ja. Das macht sie ein bisschen sympathisch, muss man sagen. Yay, yeah, nochmal Star Wars. Ja. Haben wir ja gestern schon bei EA gesehen. Schon gestern im Gameplay. Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Warum sie jetzt das gleiche nochmal zeigen? Okay. Ein kurzer Teaser. Vielleicht haben sie ja irgendeine Absprache damit, die EA oder so. Also nicht, dass wir jetzt Microsoft da irgendwas unterstellen wollen. Nein. Niemals. Aber es sieht halt schon, optisch sieht es echt gut aus. Mhm. Obwohl, ich stand ja bisher auch noch kein einziges Mal da eine In-Game-Footage. Doch Alpha-Footage, glaube ich. Als EA das gezeigt hat, glaube ich. Stand Alpha-In-Game-Footage, oder wie? Mhm. Ja. Okay, das glaube ich. Fallen Order. Yeah, I'm okay. You alright? Das ist so süß, dieser Kleine. Den Schauspieler kenne ich von Gotham, da spielt er den Joker. Nicht wahr? Mhm. So, hoffentlich legen sie gleich wieder. World Premiere. Oh. Mhm. World Premiere. Slender The Arrival 2. Oh. Mhm. Sieht aus wie ein neues Outlast. Kam gerade auch von den Menschen hinter uns. Also das erste Outlast fand ich super, das zweite fand ich semi. Hm. Oh mein Gott, ist es Alan Wake vielleicht? Das kann sein. Das wäre super geil. Okay, Bullet. Let's find this kid. Bitte. Bullet! Oh. So mit der Taschenlampe. Oh ja, doch, das, also die Animation sah ja auch gerade aus wie bei Alan Wake. Ich glaube, das ist Alan Wake. In First Person Alan Wake, oder ich was? Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch Outlast. Also es sieht sehr gut aus. Also das würde ich definitiv spielen. The fuck? Das hat jetzt was von The Thinking City, von dem Trailer. Da hat es der dann auch den Loop. Mhm. Dieses Zeichen, aber das... Das ist wirklich Blair Witch. What the f... Was? Not bad, okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Mist, ich habe erst gedacht, Alan Wake. Ja, auch geil. Auch cool. Auch sehr cool. Wahrscheinlich haben sie damit auch so ein bisschen optisch gespielt. Oh, jetzt... Oh! Achso, ich habe gedacht, Marina will rüberkommen und sich die Cyberpunk angucken, aber ich glaube, sie bleibt da sitzen. No-Tell Motel. Das ist ein geiler Name. Oh, da ist wieder die ganze Haut. Mhm. Oh.
Be my man. You made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Why don't you go to the bathroom? Wash ja. Up. Ja, wir haben recht, Leute. Her damit. Am besten gestern. Also der, unser Chat ist auch sehr hyped auf Cyberpunk. Verständlich. Auch so optisch einfach so die Granate. Unser Stream hängt ein bisschen hinterher, kann das sein? Lustig, weil die Redaktion hier hinter uns hat das schon ein bisschen vorher gesehen. Ja, das ist so ein bisschen so, als ob wir, weißt du, wie beim Fußballspiel, die einen haben Satellit, die anderen ja, genau. Kabel und dann ja, hörst du schon von geil. Nebenan so 5 Sekunden vor, ja! Ich find's cool, ich find's mega cool. Nee, jetzt kommt nicht wirklich Keanu auf die Bühne, oder? Sehr cool. Und jetzt gibt's noch einen weiteren Trailer zu John Wick. Ja. Den habe ich nämlich erst gesehen, deswegen finde ich es so cool. Und der Chat dreht durch. Ja, ich sagen. Jetzt ist die Frage, Leute, worauf freut ihr euch mehr? Keanu in Cyberpunk oder Cyberpunk an sich? Also Nina ganz sicher auf Keanu. Grüße gehen raus. Ich finde es mega geil. Ich finde es ja auch ganz spannend, dass sie diesmal einen männlichen Charakter gezeigt hat. Das letzte Mal im Gameplay war es ja ein weiblicher. Ja. Weil ich weiß gar nicht mehr. Gute Antwort. The guys from CD Projekt Red approached me and asked me to be a part of their new project. Cyberpunk 2077. They were going on and on about how they'd create this vast open world with a branching storyline, how you'd be able to customize your character through in-game choices. And it's not something I knew before, but I was excited by. And I'm always drawn to fascinating stories.
Cyberpunk. Jan ist auch hyped auf Cyberpunk. It's set in a metropolis of the future, where body modification has become an obsession. You play as an outlaw, an enhanced mercenary working in the sleazy underbelly of the city. Yeah. Okay, but let me tell you, the feeling of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're breathtaking. This is so cool. You're breathtaking. All right, all right, all right. So I gotta finish this. So tell me, do you guys want to know? When there's the release date. Oh. Okay, jetzt interessant. All right. Kannst es jetzt runterladen. Check this out. Ready now? Whoa, hey, easy. Pre-order today. Oh, schon Vorbesteller. Okay, dann ist es nicht mehr so weit. Few have gone through to the other side. Let's do this. Gott, das sieht so gut aus. 16.04.2023. Oh, okay. 2020, okay. Das klingt sehr nach, kommt auch für die neuen. Das muss ich mir direkt mal. Ich muss mal Urlaub einreichen, Leute. Und sie machen gleich weiter, okay, krass. Wahnsinn! Der hätte ich jetzt echt erwartet, dass sie da noch ein bisschen weiter ausführen. Ja. Man hat gar keine Zeit, so runterzukommen. Das ist gleich. Ja. Pam, pam. Aber finde ich geil. Also der Chat freut sich auch. Sehr, sehr cooler Grafikstil. Ja. So eine süße Katze. Erinnert mich ein bisschen an Child of Light. Ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Ja. So ein bisschen. Aber nur. Boah, sieht das gut aus. Das ist so verwirrend, wenn man von hinten schon hört, dass irgendwas anderes kommt. Spirits. Farah. Xbox und Windows PC. Das sieht auf jeden Fall schick aus. Ja, sieht cool aus. Ist so ein typisches Spiel, glaube ich, dass man dann mal anzockt, so wenn man den Game Pass hat. Ja. Game Pass. Battletoads, geil. Oh, the Battletoads. Sehr geil, oh ja. Und es wird wahrscheinlich wieder knüppelschwer. Boah, sieht das geil aus. Boah, das sieht echt. Das sieht richtig gut aus. Ich hoffe, dass es richtig schwer wird, weil sonst bin ich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Also ich muss ja sagen, dass Battletoads war nicht mehr meine Ära. Aber das ist auch so ein Ding, das habe ich mir angeguckt und dachte mir so, ach du Scheiße, ja. Das sieht richtig nach auswendig lernen und Boxen ja, aus. Ja, ist es wirklich. Also wenn du da einmal dich wirklich einmal verdrückst, ja. Game over, komplettes Level von vorne spielen, so, das ist... Ich kenne nur noch diese Szene, wo du hier mit diesen, oh, was sind das denn, auf jeden Fall diesen Race Cards, wo oh, ja. du so hin und her ja, und hoch und runter und ja. Oh. Ja. Vor allen Dingen, du hast so ein Bildschirm und hast halt wirklich eine Reaktionszeit. Guck hier, das sieht so ähnlich aus. Ja. War cool. Sehr cool. The Legend of Ride. Geht gleich weiter? Heftig. The fuck? Aber sie machen es wie letztes Jahr, also... Ach so, okay. Wird das so eine Art etwas anderes Scribblenauts oder was? Aber wie soll das funktionieren mit einem Controller? Ja.
Oder auf dem PC. Pass auf, die neue Xbox hat keinen Controller mehr, sondern nur noch ein Grafiktablet. Oder der Controller hat halt so ein Pad, wo du so... Riesiges, ja. So wie die PS4, nur ein bisschen cooler vielleicht. Mhm. Das, aber was wird das? Was wird das für eine Art von Spiel? Unten links sieht man auf jeden Fall ein Steuerkreuz. Ja. Also mit Nintendo Labo Unterstützung. Wie heißt es? RPG Time? The Legend of Riot hieß es. Ah. Jetzt werden wahrscheinlich die ganzen überall miteinander rausgeknallt. Überall ist auch der Xbox Game Pass drin. Also ja. Ich glaube, das lohnt sich jetzt schon. Es sind wirklich viele gute Spiele im Game Pass drin. Ne? Wie viel war das? Nur 13 Euro im Monat, ne? Ja, so knapp, nee, knapp ein Zehner, glaube ich. Ah, ne? Okay. Ich glaube ein Zehner. Pathologic. Afterparty. Totally Planet Simulator. Das gibt's, glaube ich, für PC schon, oder? Ja, ja, ja. Das sieht cool aus, Crosscode. Das sind ganz schön viele Spiele und die sehen irgendwie alle cool aus. Ja, ja. Also, definitiv. Vor allem, wenn man so ein bisschen auf Retro Contra? Ja. So. Wenn du so ein bisschen auf Retro stehst, dann machst du damit, glaube ich, gerade nichts falsch. Ja. Secret Neighbor. Oh, ein Herr der Ringe Kartenspiel. Mhm. Habe ich auch noch nie von gehört, dass da sowas kommt. Das wird bestimmt das neue Hearthstone. so wie alle anderen. Ja. So wie Artifacts von Valve. Mhm. Das ist ja auch richtig durchgestartet. Das fand ich cool. Echt? Spielst du das? Ja. Also jetzt gerade nicht mehr, aber ein bisschen tatsächlich. Wie lange sind wir schon drin? Wie lange geht das? Wir haben nur eine halbe Stunde erst und haben schon so viele Spiele gesehen. Ja. Ihr könnt ja gerne mal im Chat auch schreiben, was ihr bis jetzt von der PK haltet. Ob ihr noch an Keanu denkt, oder? Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir können ja auch fragen, was euer Highlight war. Wir wissen alle, was euer Highlight war. Cyberpunk. Keanu Reeves. Keanu Reeves. So. Game Pass. At Xbox, Pass. Our passion is to help you find and play the games that you love through creation, curation and discovery. The ultimate expression of that passion is Xbox Game Pass. My team travels the globe, seeking out fan favorites and hidden gems, and crafts partnerships with their creators so that you can discover your next favorite game. Mind-blowing experiences, epic adventures, and iconic characters, all for you to explore. It has been awesome to see the record-breaking success developers have had in Xbox Game Pass, introducing their games to new players and creating lifelong fans. Since launch, we have tripled the number of partners in Game Pass, adding more games from more genres, platformers, RPG, adventure, sports, puzzles, and more every single month. And of course, every Xbox Game Studios title you see today will premiere in Game Pass day one. Er steht auch noch zur Debatte, ne? Ja, da bin ich mir sicher, dass was kommt. Ich guck mal kurz so, ich hab mir aufgeschrieben, was man da war. The Last Shadow Gamer schreibt ihr, also wir sind sein Highlight. Oh. Oh, wow. Okay. Okay, das ist echt krass. Auch sehr schönes Spiel. Krass, okay. Wenn sie jetzt so Borderlands also, 3 gesagt hat, wäre das schon. Bullshit Bingo geht los. Ja, ich glaube, Playing Today steht, glaube ich, auch mit oben. Warum hat das keiner gefeiert? Last month, we announced Xbox Game Pass for PC. Ja.
Da bringen sie jetzt noch ein paar neue Games raus. Vladi schreibt fast nur Trash. Nee, oder? Halt viel Indie, aber das ist ja okay. Also kommt, ich meine, noch, kommt noch, und sowas. Kommt noch. PC Players will discover their next favorite game with Xbox Game Pass. We have curated over 100 games just for PC, including favorites like Colossus, sieht auch so aus. Okay, Football Manager. Also Imperator Rome würde mich ja auch mal interessieren. Generell so ein Paradox. Football Manager darf man auch nicht. Darf man auch nicht. Oh. Oh yeah. Dann kann ich das endlich mal nachholen. Dann kann ich diese Wissenslücke mal schließen. Kann ich nur empfehlen. Ich habe da fast alle nochmal durchgespielt, als es rauskam, und es ist top. Also du kannst auch switchen zwischen Originalgrafik und ein bisschen Remastergrafik. Das ist geil. Das ist, glaube ich, wirklich cool. Open Beta schon ab jetzt. Prey. Was haben wir noch? Ja, okay. Rise of the Tomb Raider war das, glaube ich, sogar nur in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist einfach nur nochmal kurze Vorstellung. Das ist aber krass, also dass Metro schon drin ist. Dass Metro Exodus reingebracht haben, ja, definitiv. Aber es macht ja auch Sinn, sie haben ja auch angekündigt, dass sie es nochmal in den Windows Store packen. Hm. Das war ja erst Epic Store exklusiv. Gears 5? Moment, haken sie das jetzt einfach so ab? Hallo? Fuck? Hä? Aber Ark ist auch drin. Wird viele freuen, denke ich. Aber, also, what? Nur hier, Gears 5, abgehakt. What? Okay, vielleicht kommt das noch. The New Colossus, der halt Rise of the Tomb Raider. Dass sie da nicht Shadow of the Tomb Raider sich geschnappt haben, finde ich ja erstaunlich, aber gut. Big 26 schreibt nochmal, er hat bis jetzt nur Cyberpunk im Kopf. Was für eine Pinter? Ja, die anderen sind sehr schnell rum, das stimmt. Ja, die hauen, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, die hauen einen nach dem anderen raus. So. $10 im Monat. Ja, doch. Ist echt ein gutes Angebot. Also ich nutze ihn selber auch teilweise. Das sind echt nicht nur exklusive Spiele, also jetzt bei der Xbox, sondern halt auch viele Sachen wie Ark oder so und Minecraft und sowas dabei. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Was ist da drin? Na los, Sarah, erzähle. Xbox Game Pass for console with over 100 great games. Xbox Live Gold, an unrivaled gaming community. Okay. And now, Xbox Game Pass for PC at no additional charge. Oh, guter Preis. Das ist echt. Also sogar mit Xbox Live dabei? Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Und ich meine, dann hast du mal wirklich, man redet ja immer von dieses Netflix für Games. Mhm. Genau. Wenn die sich genug Partner reinholen, dann ist es ja wirklich das. Ja. Was? Ja, und hab ich gerade gesagt, das ist für einen Dollar? Ja, so Probemonat wahrscheinlich. Cool. So, jetzt geht's weiter. Marco? Ja. Was für eine Pizza willst du? Thunfisch, Zwiebeln bitte. Thunfisch. Captured in real time 4K. Okay. An welchen arbeitest du noch? 8 Cloud. Oder was? Halo? Bitte Halo. Oder? Nee, kein Halo. Das sieht kein Halo. Irdisch aus. Ah, Mist, kein Halo. Ja, ich hab's in Thread gepackt gehabt. Was denn? Prosciutto. Was ist das? Der Microsoft Flight Simulator 2020, Leute. Nee, vielleicht neues. Vielleicht. Hä? Was ist das? The Crew 3? Ich hab auch an The Crew gedacht. Ja. Nee, GTA? Nee. Nee. Also das würden sie doch... Das, nee, dafür okay. Sieht's zu... Oh, nee, ich dachte schon. Jetzt ging bestimmt bei ein paar Leuten die Pumpe, oder? Bei GTA. Ja, okay, ist das wirklich ein Flugsimulator? Sorry. Oh Gott. Sorry. Alter, wenn ich recht habe mit der, dass es jetzt Microsoft Flight Simulator 2020 wird, dann... Ich habe gedacht, das ist vielleicht GTA. Besonders wenn das wirklich ein Flugsimulator ist, dann kannst du wissen, dass wir wieder 300 GB an Speicher fressen. Wieso gibt es eigentlich keinen Flugsimulator für Kampfjets? Ich stehe total auf Kampfjets, aber es gibt nie Flugsimulatoren für Kampfjets. Oh, was waren das, was immer so zwischen Arcade und Simulation ist? Da gibt es doch eins. Ace Combat? Ja, liebe ich, aber habe ich schon alles. Es ist. Okay. Hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Also gar nicht.
Weißt du, da willst du einen dummen Kommentar bringen und dann wird's Wirklichkeit. Okay. Reboot Microsoft Flight Simulator. Sackpilz schreibt auch, es sah gut aus und dann sowas. Ich hab gedacht, es wäre GTA. Also. Age oh, of cool, Empires 2. Definitive Edition. Oh, da haben sie einiges an den Animationen gemacht. In 4K, das haben wir gebraucht. Timothy schreibt, ist das Fable? Nee, leider nicht, ey. Aber vielleicht kommt es noch. Ich muss jetzt sagen, ich hab nur den ersten gespielt gehabt, Age of Empires 1. Aber das hat auch schon so Laune gemacht. Ja, ja. Das war so gut. Allein mit den Priestern dann irgendwo hingehen. Bululu, ja. Das ist der Beste. Ich glaube, es gab sogar eine eigene Mission, wo du nichts anderes machst mit dem Pizza. Sea of Thieves DLC? Nee, Quatsch. Through colorful canyons. What? Close and personal with a wild and woolly wild night. Jetzt kommt's, kein Halo. Also dann bin ich hier, dann bin ich weg. Aber sowas von. Dann fliegt das Mikro Richtung Bildschirm. Und unsere schöne E3-Tasse auch. Was zur Hölle ist das? Microsoft World? Ist das noch ich wollte gerade sagen, so Art XCOM. Finde ich immer sehr cool, aber. Okay. Cultural Colorado. Heißt das so? Also stand so das gerade. Das ist Borderlands slash XCOM oder so. Ey, das ist extrem viel Borderlands. Wasteland 3 ist das? What? Okay, ich dachte immer, Wasteland wäre eher so ein bisschen ernster gewesen. Pizza ist bestellt, Leute. Geil! Geil, danke. Applaus für Matthias. Woo! Pizza ist bestellt. Danke, dass ihr für Pizza gestimmt habt. Echt mal. Wie viel? Wasteland 3. Games are at the heart of our mission. Over the last year, Matt Booty. Heißt er wirklich so? Mit dem Nachnamen ist er aber auch gestraft. Also wirklich so. It's fantastic to see some of these studios already sharing new games. Diese Kürzkissen hier sind übrigens super flauschig, deswegen habe ich das hier immer bei mir. I have the privilege of working with some of the best studios around the globe. And for me, great studios are about people, teams and ideas. Our success comes down to one thing: creating great games that players love. And great games come from great developers. Head damit. That's why I'm honored today to announce that joining Xbox Studios is Double Fine Productions. Double Fine, cool. Ach, die joinen jetzt in Xbox Games Studios? Oh, nice. Double Fine has been a beacon of creativity and spirit in game development for almost 20 years with classic games like Psychonauts, Red Dead Redemption, Brutal Legend, PC. And oh, Broken yeah. Age. Das wär auch noch geil. I'm looking forward to Double Fine joining Xbox and seeing what we create together. Please join me in welcoming the founder and president of Double Fine Productions, Tim Schafer. Hallo, Tim. Wie findet ihr die Ankündigung bisher so? Ach so, das. Okay. Das wäre jetzt die Kollegen von Spieletipps. Ich dachte gerade, das sollen die auch noch sein. Lina sagt, du schreibst an den Test zum Funktionieren. Ja, definitiv, aber kannst du wissen, ey. Nee, das ist einer dieser Momente, wo ich glücklich bin, dass ich in der Tech-Redaktion bin. Whatever you need from Double Fine, we'll make for you. Halo stuff. Ich schreibe dann also den Test zu der Hardware, stuff, die damit dazu kommt. Excel stuff, whatever you want, so. We are genau. There. Yeah. Tim, we just want you to make great games. Oh, it's such a relief to not be lying. What? Echt? In die Uhrzeit? In that case, we brought a brand new trailer for Second Us 2. Take a look if you dare.
Jetzt geht's los. Ihr hört es da vorne? Ja, bitte. Mann, ihr seht das alles schon vorher als wir. Ja, wir haben versucht. Das ist das erste Gameplay zu Psychonauts 2. Wisst ihr nicht? Ich glaube ja, also, aber hundertprozentig sicher bin ich. Ich glaube schon, ja. Ja, wollten sie das nicht mal über Kickstarter machen oder so? Haben sie dann was eingesammelt gehabt? Keine Ahnung. Für? Ja, ich habe immer nur gehört, dass, also ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass Psychonauts die absolut untergegangene Perle sein soll in Sachen Jump'n'Run. Habe ich tatsächlich auch nie gespielt. Also der gute René scheint ja total abgegangen zu sein gerade. Wahrscheinlich können wir uns von dem da ein bisschen Nachhilfe nachholen. Die haben einen ziemlichen Zähnefetisch, oder? Das erinnert mich daran, dass ich noch zum Zahnarzt muss. Ich auch, seit 5 Jahren. Also Highlights sind für Dala Dazzle, für Nina, Keanu. Auch für uns, oder? No question. Sackpilz schreibt Ori und Cyberpunk. Oh ja, Ori und Cyberpunk. Also das waren auch gerade bislang die Spiele, die richtig Gänsehaut ausgelöst haben. Und natürlich der Microsoft Flight Simulator, ne? Also das ist ja keine Frage. Komm, gib uns noch was Schönes. Oh, was? What? Wir gucken noch. Millennium Falcon. Lego Star Wars. Doch, geil. Finde ich cool. Ich liebe Tacos. Die spoilert uns da hinten als. Ich liebe ja den Humor, diese Lego-Spiele. Ja. Und die sind ja auch so typische Couch-Koop-Games. Oh, ne? Ja, aber alle Filme auch, das ist cool. Wow, die hatten auch schon ein paar Lego Star Warses, ne? Ja. Ach, aber gut, wahrscheinlich dann waren die ausgekoppelt von den Filmen, nee, ne? Ich überlege gerade, ob da auch ein paar Remastered und sowas dann drin sind. Boah, das weiß ich nicht. Also ich glaube nämlich, ich habe auch mal ein Lego Star Wars Spiel gespielt gehabt, aber es war damals noch auf irgendeiner beiliegenden CD von einer Computerbildspiele. Ja. Übrigens RIP Computerbildspiele, die stellt er ein. Das ist Dragon Ball. Oh Moment, ich muss... Oh geil, das ist das RPG, oder? Ich wollte jetzt da nicht so reinfahren, aber es ist Dragon Ball. Dann ja, oh, das ist das RPG, geil. Also so ein Goku-RPG. Bist du drin, Dragon Ball? Ein bisschen, also ich habe nach der Dragon Ball Z-Saga war ich raus. Also ich habe noch... Ah, dann kennst du das so alles. Ein bisschen Buu habe ich noch mitbekommen gehabt und danach war aber, glaube ich, Ende im Gelände. Oh shit, ey. Spielst du wirklich dann die Z-Saga nach, wa? Also, man spielt halt wirklich Goku dann, ja. Ist das Rollenspiel? Ich glaube, ja. Also, das. Ja, genau. RPG ist es. Also, das wird es sein, 100 Pro. Das sieht schon geil aus. Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt kein riesiger Beat'em-up-Fan, aber da muss ich schon sagen, das ist sehr cool. Ja, ist es. Okay, geil, ich freue mich da drauf. Das ist halt so, okay, es heißt Dragon Ball Z Kakarot. Also Nesimo Kakarot fasst das ja übrigens sehr gut zusammen. Dragon Ball, geil, aber nicht so gut wie der Flugsimulator. Ja. Da kommt auch nichts mehr ran, glaube ich, Leute. Also wir können jetzt den Stream eigentlich ausmachen, Silent ist durch. Annapurna Interactive. Ah, was haben die denn nochmal gemacht gehabt? Annapurna sagt mir auch was. Lina schreit, ich hab solchen Hunger. Wir haben auch ganz viel Hunger. Flugsim toppt alles, sowas Goku, von. Goku hat auch immer Hunger. Stimmt. Er hatte wirklich dieses... Diese Animation, wer der immer Reis isst. Aber die Reisschüssel wird nicht leerer. This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry, you're pregnant. You know? I know because... You already gave it to me. This has happened before. Oh. What are you talking about? What's going on? Why is someone just coming? He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Why are you doing this? My father died of a heart attack. Oh, I,
Nee, sie mir will auch unbedingt Halo sehen. Ich auch, ich bin da echt bei dir. Ich rufe den Phil Spencer gleich mal an. Rote Telefon, das wir hier in der Redaktion haben. Ins Microsoft-Lager. Christoph schreibt die Sims. Was, wo, was? Ja. Die Sims? Nee. Nee. Es stand ja schon 12 Minutes, glaube ich, hieß das Ding. Ach so, habe ich gar nicht. Also ich glaube, es stand hier bla Presents und dann kam irgendwas mit 12 Minutes. Ich war schon im Dragon Ball Hype, deswegen habe ich das übersehen. What are you doing? Are you okay? Da kannst du die gleiche Situation wahrscheinlich immer wieder spielen, wa? Das fetzt irgendwie. Michael schreibt, das war noch eben zu Dragon Ball, zum 100. Mal die Story spielen. Ja, aber man kann ja auch Goku als Charakter spielen. Also vielleicht gibt es da irgendwie andere Storystränge oder so. 12 Minutes, ein Interactive Thriller. Ach doch, das sieht cool aus. Trapped in a Time Loop. Ach ja, doch, okay, da habe ich Bock drauf. Die Idee ist cool. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Vor allem bin ich dann gespannt, wie sie das machen, wenn du immer und immer wieder die gleiche, also wenn du immer wieder die gleiche Schleife machst, ob das trotzdem Auswirkungen hat und sowas. Ja. René sagt. Oh. Moment, du hast es schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Pass mal auf, das wird gleich. Ich finde es jetzt Way schon toll. Of the Woods. Aber wenn es gleich umschlägt. Oh, ich glaube, das wird so ein Spiel, das interessiert keinen. Okay, aber das wird richtig schön. Das habe ich schon mal gesehen gehabt. Das hat irgendein Student, hat das glaube ich mal auf Reddit gepostet gehabt vor 3 oder 4 Jahren. So ein paar Bilder. Oh, die Katzen. Oh. Die haben mich. Ist gekauft. Als ob du dir das kaufst. Oh Gott, ist fantastisch. Und die Musik erinnert mich, das ist jetzt eine komische Verknüpfung, die ich herstelle, an Shin Megami. Hm. Was wolltest du sagen, der Soundtrack ist? Super schön. Ja, voll. Geiles Spiel. Das war's für mich. Sieht so ein bisschen aus wie der schönere Goat Simulator. Ich muss noch ein bisschen was machen. Ich arbeite ja im Hintergrund, ne? Während ihr euch hier vergnügt. Enthust so, ne? Owe schreibt, erinnert an Okami. Ja, so ein bisschen. Vom Stil her. Way to the Woods. Ey, ohne Scheiß, Anthony Tan. Da muss ich mal gucken. Ich habe das, glaube ich, nämlich irgendwann halt schon mal bei Reddit gesehen gehabt. Mhm. Also irgendwie, das hat, glaube ich, schon mal eine Runde gedreht. Mhm. Oh. Einfach nur ein Trailer. Man wusste schon, dass man die Tochter von Hauptcharakter ist. Aha. Und zwar bereits yes. Oder? Bin ich jetzt also die Rüstung sieht ein bisschen danach aus, ne? Bei The Last Shadow Gamer läuft alles wieder stabil. Ist Gears. Ja. Und die scheinen ein bisschen multiple Persönlichkeitsstörung zu haben. That's fine. Ich bin ganz froh, dass sie es nicht einfach so abhaken, so eben. Ja, ohne Scheiß. Obwohl, das wäre auch, ey, das wäre echt eine Aktion geworden. Also, what? Wobei das letzte Gears mich gar nicht mehr gefesselt hat, aber die davor waren top. Ich habe nur Gears of War 1 damals gespielt gehabt. Mhm. Und auch nur so teilweise. Damals, als ich es nur nicht spielen durfte, glaube ich. Das kam ja 2008 oder so. Ja, das ist schon da war ich 14. Und abgesehen davon war Gears 1 auch bei uns initiiert, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Eine ganze Weile. Stimmt, oder hart geschnitten, ne? Ja. Irgendwie sowas. Also die Musik finde ich sehr geil. Wir plappern zwar rein, aber. Er hat gefetzt. Pound by Blood. Mhm. Hirschsimulator, schreibt Dala. Ja. Ja, nach dem Flugsimulator. Der hübschere Goat Simulator. Mich nervt das, dass die da hinten früher dran sind als ja, hier. Ohne Scheiß, ne? Mann, ich wäre lieber hier, würde hier sitzen und würde sagen, ey, geil, neues Spiel. Thank und dann. We're excited to announce that Gears 5 is releasing on September 10th. Und nicht schon wieder im September. Es gibt schon 4 oder 5 große Spiele, die jetzt wieder im September kommen. Ja, aber das ist ja immer so, ne? Ganz ehrlich, die wollen ja, ich meine, das macht ja auch Sinn, die ganzen Publisher wollen ja das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Ja. Ich will mich auch nicht beschweren, aber... Wir kriegen so viele gute Spiele, es ist voll scheiße. Der Inbegriff von First World Problems. Aber krass, dass es so früh schon kommt. Also. Ja, definitiv. Ich meine, das sind 3, 4 Monate. Ja. Join us for our versus multiplayer tech test. Well, you'll be one of the first.
Oh, oh, 17. Juli schon. Muss ich mich gleich anmelden für. Geil, Horde Mode. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich Gears spiele. Echt? Der Horde Mode, ja. Ah, okay. Zockst du da noch sowas wie einen Zombie-Modus bei Call of Duty oder so? Ja. Oder ist das? Ah, okay. Grüße an den Lockenkopf, schreibt der gute Baller. Ich nehme jetzt mal an, ja. Also ich habe normalerweise auch Locken. Aber Grüße gehen raus an BAMF Bogle. Ich kaufe mir auch immer 3 bis 4 Spiele zusammen. Schreibt zu ihm, Sui Rames. Ist der Name so richtig ausgesprochen? Ja, oder? Nehme ich jetzt mal an. Genau, er spielt maximal 1 bis 2. Das ist bei mir nämlich auch immer so. Ich kaufe mir dann immer viele und dann... Ja. Bei mir ist dann auch immer entweder so Steam Sale oder so, dann nimmst du den ganzen Kram mit und dann versackt es auf deinem Pile of Shame. The fuck? Wow, okay. Was? Okay. Ist das unterhalb der Bühne? Ja. Das ist aber, das war aber auch schon eine coole Kamerafahrt. Das sieht richtig geil aus. Ah, und jetzt zeigen sie Gameplay dann? Wahrscheinlich, wa? Ja, okay, cool. Alter, wie die einfach mal unter der Bühne alles aufgebaut haben, nur dafür. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mein Mikro nicht verliere. Aber hält noch. Alien-Gurze. Marius hat Stevie gegrüßt, den anderen Lockenkopf. Ah, macht Sinn. Wollen nur gucken, ob ihr noch arbeitet. Ja. Und wir suchen den Lockenkopf da hinten. Au! Also ich weiß noch nicht, was den Modus jetzt von Horde unterscheidet. Muss man nur einen Punkt irgendwie verteidigen, oder? Ich muss auch daran an KIZ denken, wegen Songs. Keine KIZ-Fans. Nee. Frag mal, ob KIZ-Fans im Chat sind. Wir sollen von René fragen, ob im Chat KIZ-Fans sind. Haut mal rein in die Tasten oder auf den Bildschirm, falls ihr im Mobile guckt. Au. Oh, ich bin echt mal gespannt, wie hart sie mit der Gewaltdarstellung sind. Was? Weil mit USK ist ja jetzt so deutlich nach der ganzen Mortal Kombat X-Sache. Ja. Was Gewalt angeht, deutlich lockerer geworden. Ja, ja. Also, dass das so durchgegangen ist, fand ich auch krass. Mhm. Sieht ein bisschen auch so aus, als ob du auch unterschiedliche Heroes hättest mit unterschiedlichen Fähigkeiten. War das bei Horde auch schon vorher so bei Gears of War? Ich kenne mich da nicht so aus. Nee, eigentlich nicht. Okay. Ach, und dann gehst du direkt in den nächsten Bereich. Dann hast du das gleiche Spiel nochmal von vorne. Ah, okay. Vielleicht so... Levelmäßig dann direkt. Ja. Nicht aushalten, sondern... Ach so, und dann muss man halt... Okay. Mhm. Finde ich ganz cool. Bin ich nur mal gespannt, ob es wirklich endlos ist oder ob es dann so 50 Stages und da musst du halt durch und dann hast du es gepackt oder wie das aussieht. Ja. Somebody is excited. Geil. Okay, das ist gut. Da, ich hoffe, Lina guckt noch zu. Zwei Marios und zwei noch zu Köpfe. Super Mindblow. Ja, wir haben für alles ein Backup da. Was das angeht. Wir haben auch noch einen Stevie im Schrank für den Notfall, dass der erste kaputt gehen sollte. Den schrauben wir dann auch so.
So, jetzt gibt's richtiges Gameplay, das überhaupt nicht gestellt ist. Apropos Bullshit-Bingo, das ist doch auch dabei, oder? Gestelltes Gameplay. Ja, auf jeden. Da können wir wieder einen Haken machen. Nein, tut sie nicht. Die Location wohl vorher schon so rassig aussieht. What? Es gibt einen Terminator DLC. Okay, ja, geil. Komm, ey. Character Pack. Okay, schade. Mist, ich hatte echt gehofft auf Gameplay. Oh, ja, Lina ist noch da. Ich hoffe, sie hat. Ich hoffe, du hast gesehen, wer da gerade an den Konsolen saß. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Neuer Elite Controller. Ein bisschen mehr Grip auf den Außenseiten, ne? Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Controller. Den machen sie jetzt noch besser. Ja. Du wurdest gefragt im Chat, wie die neue Oh, Timothy fragt das, ja. Er meint wahrscheinlich die zwei, drei neuen Songs, ne? Den ersten fand ich sehr, sehr geil. Und den neuesten nicht so, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Fire faster than ever mit dem Trigger, dass du es dir einstellen kannst. Für alle, die so schnell feuern wollen wie möglich, habe ich einen Pro-Tipp. Legt Feuern auf den verdammten Button. Auf den Button? Ja, auf den Button. Ach so, ja. Hast du ja erkennen. Ja, ja, genau. Ja. Lina schreibt AJ Styles, genau. Den muss ich hier bestechen, um Master Chief ein bisschen zu sehen. 10 Sekunden, das ist alles, was ich will. Da bist du nicht der Einzige in der Simo. Oder die Einzige. Ja, neuer Elite Controller, cool. Finde ich krass, dass sie jetzt noch einen rausbringen. Aber vielleicht ist der auch kompatibel mit den neuen Konsolen. Ja, denke ich schon. Der wird dann per Bluetooth connecten und dann funktioniert. Oh, Dying Light 2! Oh, oh ja! Geil. Oh, geil! Mega. Das hätte ich gedacht, dass sie das bei Square zeigen, ja. Weil Square ja Dingens hier Publisher ist. Sehr geil. Das freut mich. Ich fand das erste schon so super. Ich liebe Dying Light. Also die Story war natürlich total Banane, aber das Gameplay und Mirror's Edge und Zombie-Schlachten. Ja. Bitte ein bisschen Gameplay, bitte. Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Oh, es wird gut. Oh, die Beleuchtung sieht noch fantastisch aus. Wer auf Zombie-Games steht und Dying Light noch nicht gespielt hat, unbedingt nachholen. Ja. Also, die Kämpfe gegen echte Menschen fühlt sich ein bisschen an wie das schlimmste Tanzen aller Zeiten, weil du die ganze Zeit nur hin und her springen bist. Aber Zombies abschnetzeln, das macht so viel Spaß in diesem Spiel. Und ist inzwischen ja auch nicht mehr indiziert, wenn ich richtig informiert bin, ne? Ja. Also The Following, der DLC zum Beispiel, den kannst du ja auch so spielen. Und ich bin noch mal gespannt, wie sie dann wieder die Nacht einsetzen, weil ich hatte... Bei Dying Light 1 hatte ich in der Nacht halt echt Angst. Ja. Das war richtig übel. Und vor allen Dingen das, was sie jetzt gerade auch angeteased haben, wie halt die Welt sich verändert. Mit deinen Entscheidungen. Mit den Entscheidungen, die du triffst. So, das finde ich super cool. Ja. Oh. Ah, das geht richtig rund hier. Wir haben echt eine gute PK. Oh ja, Mann. Wir haben eine gute PK abgegriffen hier. Forza Horizon 4. Wird wahrscheinlich ein neuer DLC oder so sein. Es gibt jetzt das Forza Horizon Auto. Erhältlich bei ihrem Audi-Händler. Das ist wahrscheinlich der McLaren. Nein, what? Hä? Das ist so absurd, das feiere ich gerade. Also auch, dass sie das Lied von dem Film reinbringen. Hä, das ist ja super geil. Das finde ich halt... Hier, Lego Racers oder so hieß das mal. Das war richtig cool für den N64. Nee, das finde ich aber cool, wenn ein Franchise, was halt sowieso schon ein bisschen eher arcadig ist und so und jetzt nicht so einen mega krassen Simulationsanspruch hat, wenn die einfach mal sagen, ey, wir machen jetzt was total Banane ist. Das ist ja super, das ist Lego Racers. Das ist geil. Aber mit originalen, also mit lizenzierten Wagen. Da war gerade ein Ferrari, ein Mitsubishi.
Everything is cool. René mag die Musik überhaupt nicht wieder. Die ist super. Irgendwas mit Lego gekauft. Insta-Buy. Shut up and take my money. Timothy schreibt noch, er mag eher Dead Island. Mochte ich auch. Aber ich glaube, Dying Light fand ich noch ein Stück cooler. Deutlich. Also Dead Island war cool, ich habe es auch gefeiert, aber das Bewegungssystem von Dying Light war einfach Zucker. Ja, es war wirklich Zucker. Also das, die muss ich mir zulegen, 100 Pro. Geil, das ist so. Everything is cool. Everything is awesome. Ach, der ist, das sehe ich jetzt, der ist wirklich komplett aus Lego gebaut. What the fuck, ey. Würde ich auch nehmen. Nur die Knautschzone bei so einem Lego-Auto ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste. Okay, das ist ja heftig. Mit den Flügeltüren. Eine Lego-Karre schreibt bitte 26. Ich mag halt das RPG daran mit Leveln und so. Aber das hattest du ja bei Dying Light auch. Dying Light konntest du ja auch leveln. Und da hattest du coole Sachen wie dann coole neue Moves und sowas. Ja. So dass du Leute umsliden konntest und so. Das war fantastisch. This week kommt die Lego Expansion. Krass. Die haben sie schon mal gezeigt, glaube ich. Die Funko Pop Figur. Gleich steigt einer ein und fährt los. Timothy hat noch gefragt, wie es mit dem Spieletipp-Simulator aussieht. Wir arbeiten dran. Das ist noch eine Geschichte dran. Bitte? Ist das ein Insider-Spieletipp-Simulator? Ja. Ah, okay. Timothy wollte unbedingt einen Simulator spielen, wo er unter anderem Michael und mich steuern kann mit verschiedenen Fähigkeiten und war sehr genügend. Wir geben das mal in die Technik weiter. Das kriegt bestimmt Top 1 Prio. Ja, die Figuren sehen ganz süß aus, aber ist jetzt nicht so meins. Ja, definitiv. Das ist so ein typisches Fans greifen zu. Ah, okay. Ah, stimmt. Sie kombinieren das mit einem Spiel. Mit so einem Linecast-Kopfhörer. Everything is awesome. Ja, okay, das ist. Ist halt Clash. Ist nicht Clash oder doch Clash Royale, ne? So ein bisschen. Ja. Hast ja auch das mit den drei Lanes und so. Ich guck grad mal. Wir sind jetzt eine Stunde drin und haben schon echt ordentlich viele. Oh, State of Decay 2 Heartland. Haben echt ordentlich viele. Ja. Wie lange geht's? Bis 22, bis 0, wa? Ich oder? Weiß gar nicht genau. Ist der da? Bitte? Ist der jetzt da? Nö. Aber wenn er nachher anruft, dann. Also, ja, dann komme ich nicht da. Ja. Ich hätte einfach so. Nee. Ich habe State of Decay selber noch nicht gespielt. Ich stelle mir das immer so cool vor, weil so halt in der Zombie-Apokalypse was selber aufbauen und looten und so. Aber ich glaube, das könnte ganz schnell sehr monoton sein. Hat einer von euch das mal gespielt? Ich habe das gespielt. Ich habe das gespielt. Ich fand es auch ziemlich cool, aber das hat mich nicht so lange bei der Stange gehalten. So. Irgendwann hast du halt sehr schnell alles gesehen, wa? Ja. Aber gameplay-technisch so war es ziemlich cool. Mhm. Und ich glaube vor allem, wenn du es im Koop oder so mit ein paar beiden Leuten spielst, dann bockt das schon. Aber was ist das jetzt? Also Heartland hieß es anscheinend. Jetzt bin ich nur gespannt, ob das einfach nur ein DLC ist, ob es ein Standalone ist. Giga schreibt Gewinnspiel, da wollten wir was machen, ja, aber das machen wir wahrscheinlich erst danach, oder? Machen wir danach. Also würde ja auf jeden Fall schon, wir hauen es ja schon immer schön in den Chat durch den Command. Heartland. Okay. The Last Shadow Game, meinst du jetzt die Erweiterung oder was das war? Oder meinst du generell auch State of Decay? World Premiere. Gibt uns was. Oh, Sega. Gibt uns was Geiles, bitte. Es gibt einen neuen Teaser-Trailer zum Sonic. Fanservice durch und durch. All the content.
es ist. Die Jungs da hinten haben es gerade gespoilert, aber... da muss ich ganz ehrlich passen. Ich habe keine Ahnung, was es gerade ist. Ich habe auch gar keinen Plan. Ja, okay, das ist eben klar. Vielen Dank, ich glaube, die Schüsse wurde schon mal nicht gebracht. Ich bin vielleicht an die Dinge, die wir haben. What? Ja, Neverending Quest, so wie dieses Neverending Video. Aha! Neverending Experience. Ja, ich finde es halt, okay, Free-to-Play ist geil. Ja klar, also wenn... Ich würde lieber Gameplay sehen, weil das ja sagt mir halt gar nichts. Aber dass es Free-to-Play sein musste, war irgendwie schon klar, weil es ist so, okay, es kommt aus dem Osten und es ist das Erfolgreichste, dann ist es automatisch Free-to-Play. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist Crossfire hat ein neues Kind-Paket bekommen. Bisschen. Nisimo schreibt, er muss schiffen, er hofft, er verpasst Halo nicht. Ich denke, das werden sie zum Schluss zeigen. Lass alles raus. Oder einfach, wenn nicht, Smartphone. Fantasy Star Online 2. Okay. Nie gehört, keine Ahnung. Viel Spaß an alle, die daran Freunde haben. Ja, so sah es auch grafisch aus. Ihr seid noch in der Vergangenheit gefangen. Die Flasche, genau. Gute alte Flasche. Cool, hier diese Fotos machen, so ganz unauffällig so. Voll Spencer. Er steht neben mir. Ding ist einfach ein DLC wie beim ersten. Laber nicht lang rum, zeig uns Halo. Ich warte nur drauf, dass einer so in der Außenreihe jetzt einfach so ihn berühren will. Oh. Wir sehen es noch nicht. Was? Smilegate? The fuck? Keine Ahnung. Sheer creative boldness. Next year, you'll discover the newest entry in this landmark franchise. On console, for the very first time, only on Xbox. Oh. This is Crossfire X. Crossfire X? Also Crossfire wäre eigentlich nur ein Ego-Shooter. Und zwar ein Free-to-Play-Ego-Shooter. Von daher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Okay. Also sag jetzt nicht, dass es wirklich ein neues Crossfire, weil dann... Crossfire war halt wirklich so das klassische Free-to-Play-Game. So richtig schlechter Counter-Strike-Klon, mit wo du dir Waffen kaufen konntest, overpowered. Okay. Aber das wird ja nicht sein, oder? Also sowas werden sie ja nicht bei Microsoft vorstellen. Wenn es nicht da war, dass das da vorne war. Davor war. Ich pack mal das Kissen jetzt weg hier. Ey, wenn das so ist wie das erste Crossfire, dann wird das richtig kacke. Na okay, Robert kennt das dann. Na, also das ist richtig kacke, sagst du? Na, Crossfire ist halt ein Free-to-Play-Shooter aus Asien. Und das muss ja gar nichts heißen. Warframe. Ja, aber es war, also das erste Crossfire war halt so ein Counter-Strike-Klon, wo du dir halt overpowered Waffen für Echtgeld kaufen konntest und das war's. Na gut. Also es war ein richtig hartes Pay-to-Win-Spiel. Holger Crossfire 19, war beste, sagt Alina. Holger 1979, sorry. Lässt ein Follow da. Vielen Dank dafür. Danke dir, Mann. Hast du schon, ja? Okay, aber es sieht ein bisschen auch nach Singleplayer-Experience aus. Deswegen bin ich jetzt sehr verwirrt gerade. Er macht eine Fingergun. Auch bitte neues Tales of Crossfire. Hinter uns, die sehen schon das neue Spiel. Wir sehen noch nichts. Ihr da zu Hause wahrscheinlich auch nicht. Sieht nach einem harten Reboot aus. Also es würde, also wenn das wirklich jetzt, wenn es ein Free-to-Play-Shooter ist, der auf die Konsole kommt, denke ich mir so, ja, toll.
Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen. Mhm. Oh. Ja, du könntest recht haben, René. Du könntest recht haben. Willst du nochmal nach vorne kommen, René? Willst du hier ein bisschen fanboyen? Komm ruhig her. Das war nämlich auch ein Gerücht, dass es kommt. Bitte, ey. Es sieht schon geil aus und ich bin ja sowieso so ein JRPG-Nerd. Hinten ist es schon weiter, das heißt, ich komme jetzt nur nach vorne, um das mit euch zu genießen. Und dann hat ihr das Phantasy Star wahrscheinlich auch was gesagt, aber... Ja, Phantasy Star ist eine relativ bekannte und langlebige Reihe, ist irgendwann als in den Online-Modus übergegangen quasi. Mhm. Aber war nie so ein Steckenpferd von mir. Mhm. Es wird das Tales of sein. Ah, die hinten wissen es schon. Boah, das sieht fantastisch aus. Ja. Das sieht wirklich gut aus. Haben die gesagt, dass das exklusiv ist? Hoffentlich nicht, oder? Nee, World Premiere hat gesagt. Ja, nur World Premiere. Ah, Bock. Sieht ein bisschen, also für mich als Laien, der sich absolut gar nicht damit auskennt. Als Löwe. Ein bisschen sieht das aus wie Xenoblade Chronicles, so von dem, was man am Gameplay gerade kurz gesehen hatte. Ja, unterscheidet sich schon. Ich bin so... Gut. Ja. Tales of Arise, ey. Richtig gehypt gerade, ne? Ja, fand ich cool. Nee. Total emotionslos in Wirklichkeit, René. Gar nicht, ich bin gerade in so einem Raum in mir selbst gefangen und lass den Trailer nochmal Revue passieren. 2020. Ja, Tales of Reihe ist für mich mit einer der besten langlebigen Rollenspielreihen aus Fernost. Allerdings ist in letzter Zeit ein bisschen Qualität eingebüßt. Ich hoffe... Dass die ein bisschen was Neues probieren. Okay, jetzt ein Borderlands. Ja, ich nerv euch nicht weiter. Alles cool. Gib den Knüppel ab. Wir freuen uns, wenn jemand hier zu Besuch ist. Kann ich den dir geben? Ja, klar. Ja. Gib mir das Ding. Nimm mal ganz vorsichtig und sachte. Oh. Okay, kann man ab heute im Xbox Store vorbestellen. Borderlands 3. Ja, haben wir schon viel zu berichtet. Gab schon viel zu sehen. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Also, ich habe super, mega Bock auf Borderlands. Mhm. Und der Chat auch, wie ich gerade sehe. ja, ist auch schon lange her. Also, Borderlands 2 ist ja, wann kam das? 2012, 2013? Hätte ich jetzt auch gesagt, so um die Dreh. Ne? 2012, glaube ich. Ich meine, gut, die haben das ja noch ewig dann mit DLCs und so weiter versorgt. Also, haben sie es immer schön am Brennen gehalten, das Feuer. Da auch ein Tipp: die Borderlands Handsome Collection gibt es gerade auf Steam für 6 Euro. Echt? Ja, und da ist alles mit drin. Also, wirklich das ist alles. Geil. Das fetzt. Und alternativ für die Leute auf der Xbox gibt es im Xbox Game Pass, ne? Glaube ich, genau, haben sie gesagt gehabt. Ist jetzt mit dabei. Also, ich glaube, ab heute oder so haben sie gesagt. Wenn Halo dran ist, schwing das Mike. Schreibende Simon. Ja. Ja, ich weiß nicht, was Stevie davon hält. Wenn wir anfangen mit der Hardware etwas fahrlässig umzugehen. Also, wir haben natürlich gesagt, wir haben von alles eine Reserve, aber man muss es ja nicht überstrapazieren. Ja. Man muss sich mutwillig Sachen wegwerfen. Wir haben bestimmt von allem mindestens 2 Sachen da. Zum Beispiel Stevie, ne? Der sitzt da hinten noch im Schrank, ein zweiter. Genau. Aber ein Mike bestimmt nicht. Nur die wichtigen Sachen halt. Jo, Borderlands war alles klar. Ach, The Handsome Collection gibt's gerade auf PS4 kostenlos. Ist es? Ja, okay. Ja. Ja. Danke. Also jeder, der es nachholen will, do it. Wirklich, das ist geil. Und optimiert auf PS4 Pro. Ach sowas, Sonntagmittag. Was? Ach sowas, Sonntagmitternacht Gas geben. Oh, natürlich. Aber wir werden nicht dieses Mikrofon schwingen. Da muss ich dich enttäuschen. Alter, die knüppeln aber wirklich hier. Die haben gerade gesagt, viele Screenshots machen. Ich habe aber noch nicht gehört, was jetzt kommt. Ich glaube, ich habe es gehört, aber ich sag nichts. No way. Elden Ring. Okay. Geil. Es ist real. Holy shit. What the fuck? I doubt you could even imagine it. Oh, jetzt habe ich gerade wieder
Man sieht es dir ganz leicht an, Marco. Die Haare stehen. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Man hat das Gefühl, du häutest dich gleich. Ah, geil. Elden Ring. Ja, sozusagen so eine Art Dark Souls wahrscheinlich. Ja, die Leute fragen, falls sich Leute fragen, was das ist. Es gab auch ein Leak dazu. Elden Ring. From Software featuring George R.R. Martin. Also mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also gibt es viel Sex. Es hat auch voll den Dark Souls Vibe, hat klar. jetzt habe ich sogar gespuckt. Es ist halt From Software, also. Ja. Ich muss ja echt sagen, also viele gehen ja auf Dark Souls auch wegen der Lore ab und so und finden das halt so cool, dass das so kryptisch ist und so. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich bin ja immer so der Freund von Dark Souls, einfach weil mich das Gameplay anfixt und ich dann mega Bock drauf habe. Ich mag daran alles. Also ja. Ich mag auch, dass es so elendig schwer ist. Ja, es ist Elden Ring, okay, geil. Ja, der Chat ist auch minimal hyped, glaube ich. Dann kommt ja meine Salami-Pizza durch. Werd schon ganz kirre. Also das Coole ist, im Leak stand halt auch, dass die Welt, also dass George R. R. Martin halt die Welt geschrieben hat, erfunden hat. Und das finde ich super interessant. Muss er ja auch. Weil das, genau, also dass er das kann, wissen wir, und dass From Software geile Spiele machen kann, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, geil. Aber George, falls du gerade zusiehst, du könntest auch mal das Song of Ice and Fire zu Ende bringen. Nur so nebenbei. Könnte man auch mal so machen, die Bücher. Aber kein Stress. Aber jetzt haben sie gar nichts zum Release-Datum gesagt. Nee. Gekauft, schreibt Lina, ja. Timothy, ich glaube, du musst dir gar keine Sorgen machen. Das wird halt einfach Dark Souls ein bisschen reskinned und halt in mit cooler Story wieder. Das wird funktionieren. Also da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen, dass das floppt oder so. Das wird cool. So, jetzt ist hier das Cloud Gaming Konzept. Okay. To experience the freedom to play right here at the show. And you'll have two ways to stream. Ich bin super hibbelig gerade, obwohl nicht mal Halo kam. Also bisher turns your Xbox One into your own personal and free xCloud server. Whether you're using a console in our data center or your console at home, this October you'll be able to use our hybrid gaming cloud to play your games wherever you go. Okay, alles klar. Also sozusagen Stadia Konkurrenz. Ein bisschen. You decide. Und das im Oktober. So let's talk about our next console. Oh! Jetzt brauche ich das Kissen wieder. The console is vital and central to our experience. We heard you. A console should be designed and built and optimized for one thing and one thing only. TV. So the same team that created the world's most powerful console, Xbox One X, and innovated its groundbreaking processor and the Elite controller. The same team that engineered the world-class compatibility of today's Xbox One consoles. The same team that set the bar for live gaming services with Xbox Live, this same team set out on a new mission to create the future of gaming for you. Oh, wow. When we think about the future of gaming, it's not just PC, it's not just console, it's not just mobile, it's really all of the above. Xbox is all about choice. We're investing in technology all throughout the game stack. The games you want with the people you want on the devices that you want. And for us,
That starts with our next generation console. Kurzer Hinweis nochmal. We don't want to build just another console. Wir haben ein Gewinnspiel am Laufen. Guckt mal in den Chat. Da könnt ihr mitmachen. Linecast. Hardware im Wert von, ich glaube, rund 300 Euro. Gaming Headset, Gaming Tastatur, Gaming Maus. Ich glaube sogar Gaming Mauspad ist dabei. Also für PC-Player das komplette Peripherie-Allround-Paket. Und zeigen Sie etwa das Gerät schon? At the heart hast du gerade of our next generation console is our custom design processor, leveraging the latest Zen 2 and Navi technology from our partners at AMD. From a pure Zen 2 und Navi, da hast du mehr Ahnung. Ja, ja, das ist einfach gerade top aktuell, was das angeht. Also da wird AMD auch, was Navi angeht, nochmal auf der eigenen Pressekonferenz was zeigen. Ja, cool. Also das wird dann nicht in die Xbox wandern, was das angeht. Da wird ein kleinerer Chip drin sein. Aber genau das, was die Leaks auch gesagt haben. 8K, Variable Refresh Rate ist geil. Also eigentlich kein Screen Tearing mehr und so ein Scheiß. Und eine SSD ist drin. Das ist geil. Eine neue Generation von SSDs. Wir nutzen die SSD als virtuelle RAM. We're seeing more than 40 times increases over the current generation. SSD als RAM einsetzen, risky, würde ich jetzt mal sagen, weil RAM ist immer noch deutlich schneller normalerweise, also normale Arbeitsspeicher ist deutlich schneller, aber kann man auf jeden Fall machen. Move through worlds without waiting for screens to load. That speed, that performance is what the next generation is about. This is the most immersive console experience ever. Komm, haut irgendwas raus, Name, what we really want to do is give developers the power to build the game they've always envisioned. We have hundreds of people across both our first party studios as well as our third party studios working on those next generation experiences today. It's an amazing commitment to content at Xbox Game Studios. 13 studios, 7 in the last year. That's a big family. Siri Rames, weil du gerade meintest, sogar bis 120 FPS haben sie gesagt gehabt. Also meinten sie nur, es gibt Support? Sorry. Halo, Halo, Halo. We're delivering four generations Support für 120 FPS oder auch viele, die es rocken? Sorry, alles gut, alles gut. Bei Halo, da muss man einfach mal dann auch mehr ins Wort fallen. Das ist, das kann ich absolut verstehen. Oh, jetzt schwitze ich sogar ein bisschen. Ich hoffe, oh, FIFA! Oh mein Gott! Ich hoffe halt wirklich, dass es eine geile Konsole wird und auch, dass die PS5 geil wird, dass sie auf Augenhöhe sind und nicht einer irgendwie besser ist. Ja. Das hoffe ich einfach. Das sieht so aus, als ob sie den Namen jetzt gleich zeigen. Ja, Scarlett. Es wird wirklich Scarlett. Was? Nee. Ach nee, die Project. Nennen sie? Okay. Okay. Holiday 2020, also Winter. Winter 2020. Ja, noch eine Weile hin. Das ist ja echt noch eine Weile hin. Hätte ich jetzt, also ich dachte, ich hätte echt erwartet, dass es eher im Frühjahr ging oder so. Das ist so um die Dreh. Ja. Da war der Halo-Trailer. Nee, das war nicht der Halo-Trailer. Bitte. Hoffentlich nicht. Die eine Tante sagte nur was von 120 FPS. Ich hab's noch nebenbei verstanden. Ja, das ist das Problem, wenn es nur Support ist, das macht HDMI 2.1 automatisch den Support für 120 FPS. Also das wäre so, ja, sie unterstützt es, aber mal gucken, ob das Spiele auch machen. Aber wir werden sehen. Entschuldigung, jetzt so wieder Phil Spencer. Ja, er sitzt immer so und immer. Aber ich mag ihn, er ist schon putzig. Defines Project Scarlett. When we talk about freedom to play, when we talk about Xbox in the cloud, when we talk about streaming your games, Project Scarlett and all of its power and all of its performance is the foundation of our future in console and the formation of our future in cloud. We launched Xbox 18 years ago. With the game reviewers called the definitive reason to own Halo. An Xbox. Halo. Because humanity was Halo. And is worth saving. Next holiday, we will launch Project Scarlett with Halo. Ja, und
Nein, ich habe gehofft, es kommt jetzt schon, aber doch, ich habe Bock. Ich habe mega Bock. Moment, ist das... Gucken wir uns jetzt erstmal Halo an, oder was? Und dann sage ich dazu noch was kurz. Schon gerade in-game, ne? In-game-Footage. What? Voll klar, aber das haben wir schon mal Deadman Arkham Asylum gesehen. Au! Die Fernsehfernbedienung, ansonsten geht unser Fernseher gleich in 60 Sekunden aus. Wir brauchen die Fernbedienung. TV? Fernsehfernbedienung? Der irgendwo? Fernseher geht aus. Danke. Du hast, mach dir keinen Stress, du hast nur 45 Sekunden. Kann ich mir doch Zeit lassen. Oh, mach's spannend. Timothy, ich kann mir das Bild später erst angucken, wenn die PK durch ist. Und ja, du musst mit uns durchmachen. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Ist einfach ein paar Jahre vergangen oder was gerade? Ja, okay. Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNS. The Master Chief. Da ist er. Jetzt habe ich schon wieder gezaubert. Good guy, Master Chief. Merkst halt echt, dass das Rüstungsdesign so 2000 ist, ne? Ja, wirklich, ist wirklich so. Auto shut down. Triggering survival mode. I'm going to try to override. Nismo sagt, seid ihr da noch da? Natürlich, wir sind okay. Die ganze Nacht ja. Für euch da. Ich glaube, bis 4 Uhr morgens oder so, ja, ne? 4, 5 Uhr morgens. Please don't die. Also ja, schalt noch ein. Please. Oh, bitte, ich will Gameplay sehen, ein bisschen. Yes! 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 We're going home! Oh, welcome back, Chief. I rerouted what little power I had into your suit. Looks like there's a problem with the servos in your hands. Stay calm. You've been out there a while. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. Oh, Cortana fehlt. Cortana is missing. Oh, easy there, big guy. You're not. Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. We lost. Lost everything. There's nothing left for us here. Our team for here is. Oh shit. Nothing! Not again! We need to run! No.
Mann, aber ich. Die hoffentlich sehen sie noch ein bisschen Gameplay. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? Oh, aber schon alleine für den Soundtrack. Ich bin zufrieden mit jeder Sekunde Halo. Gameplay. I chose you because you were special. Boah, krass. I knew we would be perfect together. And I was right. Heieiei. Ich hatte mir echt ein bisschen mehr Material noch erhofft. Jetzt zeigen sie nochmal den Trailer zu Gears of War. Ah, nee. Diesmal das ist vielleicht das Line-Up für die Konsole. Ach, das ist nochmal komplett jetzt die Zusammenfassung wahrscheinlich von APK. Ja, es könnte sein, dass wir so langsam am Ende sind. Dann kann ich jetzt, während das hier noch durchläuft, nochmal so zwei, drei Takte sagen zu Full HD und 1440p in 120 FPS. Ja, zumindest Full HD, glaube ich, 120 FPS wären möglich. Ich glaube aber nicht, dass das die Spieleentwickler machen werden. Die werden schön bei ihren 60 FPS bleiben, weil das die meisten Fernseher noch nativ unterstützen werden. Und Variable Frame Rate, das wird es eher sein, dann, dass du dann kein Tearing und so hast. Normalerweise hast du Bild zerreißen. Ja, yeah. Und das ist dann Geschichte dadurch. Mhm. Also, aber die werden sich 100 Pro, die werden höhere Auflösung verkauft sich einfach besser als, yay, wir machen jetzt 120 FPS. Ja, die werden 4K 60 machen und 8K 30 FPS. Flugzeugsimulator, echt mal, das ist der wahre Geheimtipp des Abends. Mich würde echt mal interessieren, also es haben einige auf Halo gewartet. Seid ihr zufrieden? Pizza ist da. Pizza! Geil! Seid ihr immer noch hyped auf Halo, so wie ich? Hat euch das gefallen? Also ich fand's geil auf jeden Fall, aber ich hätte echt gerne noch mehr gesehen einfach. Ja, kann ich mir vorstellen. Mach mal. Piazza! Pizza ist da, endlich. Wir müssen noch ein bisschen quatschen und dann dürfen wir erst essen. Oder wer? Das ist okay. Das ist okay. Im Moment habe ich auch noch nicht so riesigen Hunger. Ich habe, bevor ich herkomme, noch was gegessen. Der Chat wünscht guten Appetit. Aber Leute, dann fragen wir mal direkt noch so in die Runde, oder? Also, das war E3. Genau. Das war nicht das E3, war die komplette E3. Das war E3 Xbox / Microsoft. Nesimo schreibt noch, das Gameplay, also Gameplay wäre toll gewesen, genau. Ja, definitiv. Ich habe echt gehofft, dass sie, ja, also sie haben jetzt auch geschrieben Ingame-Footage und so, aber ich hätte einfach gehofft, wirklich zu sehen, wie sieht es aus, wenn ich da rumrenne und schieße. Ja, aber definitiv. Ich glaube, das würden sie jetzt auf der neuen Konsole noch nicht zeigen. Ja, genau. Also sie haben ja generell, glaube ich, kein Gameplay, außer halt jetzt gut die Ingame-Cutscene gezeigt gehabt, die wahrscheinlich auf der neuen Konsole schon so halbwegs lief. Ah, ist echt ein bisschen schade, was das anging. Ich habe mir auch noch ein bisschen mehr Infos erhofft zur neuen Xbox, dass sie noch ein bisschen mehr raushauen. Ich meine, gut, letzten Endes, sie haben das bestätigt, was sowieso schon klar war. Ryzen-Prozessor, Zen 2-Architektur, 8-Kerner. Gut, 8-Kerner haben wir seit der PS3, muss man dazu sagen. Die hatte auch schon 8-Kerne drin. Mhm. Und Xbox One und PS4 hatten auch 8-Kerner. Mhm. Aber da bin ich wirklich mal gespannt. Das ist nämlich so ein Problem immer bei den Konsolen gewesen. Die CPU-Power war immer sehr beschränkt. Mhm. Deswegen lief halt sowas wie Hitman und Open-World-Spiele generell immer recht bescheiden auf diesen Konsolen. Also ich wäre 4K und 60 Frames wäre ich schon voll dabei. Ja. Also ich finde es schade, dass sie das in den letzten Generationen immer so angekündigt haben. Ja. Und fast nie, ich glaube, Forza Horizon 4 oder so war eines der wenigen Spiele, das wirklich in 4K und in 60 Frames lief oder so, glaube ich. Genau. Also im Chat habe ich jetzt gerade echt gemischte Gefühle gelesen. Viele sagen, Cyberpunk war das einzige Highlight. Mhm. Also ich hatte mehrmals, du hast es gesehen, ich hatte mehrmals Gänsehaut. Ja. Und ich muss sagen, so im Großen und Ganzen hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Also sie haben wirklich coole Sachen gezeigt. Die Sachen, die man erwartet hat, ein paar Überraschungen. Wenn es jetzt keine Leaks gegeben hätte, Elden Ring wäre auch eine riesengroße Überraschung gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich habe
Es war halt viel einfach Trailer abfahren. Ich hätte mir auch mehr Gameplay gewünscht. Aber gut, ja, vielleicht ist das auch nur unsere Warte allzeit. Spielejournalisten und Gamer, die sich halt mit der ganzen Materie schon sehr auseinandersetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die jetzt reingeschaltet haben und sich haben schon sehr überraschen lassen, dass die trotzdem, dass sie dadurch total abgeholt wurden. Aber für uns war es, glaube ich, ein bisschen, zumindest Gameplay-seitig, ein bisschen mager. Genau, also hier, Michael schreibt auch, mir fehlte allgemein der Kracher bis auf Cyberpunk. Mhm. Also ich finde, es stimmt so ein bisschen, also so richtig krass AAA war jetzt gar nichts dabei. Also schon, ja, aber jetzt so neue Sachen, so ja, komplett ja. World Premiere hier, das ist neu. Bis auf vielleicht Elden Ring heißt es nur. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich hätte mir mehr Gameplay gewünscht. Ja. Es waren sehr viele coole Sachen dabei, auch so indie-technisch sehr coole Sachen. Aber ja, genau, wir haben es gerade nochmal gehört, Dragon Ball war auch dabei, fand ich mega cool. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, könnte ich gar nicht alles aufzählen, aber also ich guck mal schnell auf meine Karte, die ich vorhin bei dem Microsoft Flugsimulator auf den Boden geworfen habe. Waren es 60 Games? Also ich habe nicht nachgezählt, muss ich sagen. Also wir haben gesagt, dass es 60 waren ja bei der PK. Also wir haben, ach siehste, Entschuldigung, ich nehme mal ein bisschen runter. Age of Empires 4 war nicht dabei. Stimmt. Das auch haben kein Fable. Genau, siehste, Fable haben sie Fable auch nicht hat auch gehabt. Gefehlt. Was hatten wir sonst? Alien hatten wir noch spekuliert gehabt, ob es ja, da was Neues gab. Auch nichts. Weil jeder hat natürlich Alien Colonial Marines geliebt. Also das war ja wirklich perfekt, dass sie damit schon auf der E3 2012 vorgestellt haben und da war auch, also da sah es ja schon Bombe aus und dann auch das fertige Spiel war ja reinster Zucker, also da gab es ja gar nichts zu meckern. Kappa. The Last Shadow Gamer Rating fragt nach dem Rating für die PK 1 bis 10. 10 ist top, ja. 1 ist meh. Ah, ich muss dazu sagen, ich bin halt schon so ein geborener Zyniker, ne? Also ich bin so der Meister des Understatements, was das angeht. Oh, jetzt habe ich das Mikro verdeckt. Also da ist noch einiges an Luft nach oben. Ich würde jetzt mal so sagen, so bei mir so 7 von 10. 7 von 10 ist okay, ja. Unsere liebe Lina hat mit einer 6 geratet. Also ich muss sagen, schwer. Ich würde, glaube ich, auch 7 sagen. Ja. Ich glaube, ich würde aber, ich würde sagen eine 7,5. Ah, okay. Bei dir also eher so schon so Tendenz zu 8, was das angeht dann. Ja, schon. Okay. Weil ich finde, also sie haben halt genau auch das gebracht, was man erwartet hat, aber im positiven Sinne, finde ich. Ob jetzt Halo wirklich Ingame-Footage von der Scarlet war oder nicht, schwierig zu sagen, weil heutzutage ist alles Ingame-Footage und bla bla. Aber ja doch, also mir hat es gut gefallen, dass sie auch eins nach dem anderen rausgehauen haben, wie letztes Jahr schon. Ja. Nicht viel Gelaber, gut, ein bisschen Show war dabei, aber keine unnötige Tanzchoreografie, keine vier Leute, die auf der Bühne sitzen und das ein Game irgendwas zocken, weil das funktioniert einfach nicht. Ja. Finde ich gut, dass sie sich da so auf ihre Stärken vom letzten Jahr auch beschränkt haben und das durchgezogen haben. So. Ja. Wir haben generell, glaube ich, nicht so viel von unserem Bullshit-Bingo abhaken können. Also ich meine, klar, es waren ein paar müssen wir mal nachfragen. Es gibt ein paar Formulierungen wie Exclusive und Word Exclusive und hast du nicht gesehen und was wir noch alles für Exclusives haben, die natürlich gefallen sind, aber generell, da hast du absolut recht, Marco. Die haben halt rausgeknüppelt. Ja. Die haben einfach einen Trailer nach dem anderen rausgeballert. Ich guck gerade nochmal durch. Genau, Ori fand ich auch cool. Ori ja, schon die Musik. Als ich die Musik gehört habe, habe ich schon ein bisschen habe ich sofort Gänsehaut gehabt. Du auch? Ja, definitiv. Es sah wunderschön aus. Ja. Es ist, ey, ohne Flachs, ich musste mir auch wirklich so eine Träne verkneifen, weil es einfach so wunderschön aussah und so. Das hat mich direkt emotional getriggert. Also wer den ersten Teil nicht gespielt hat, unbedingt mal nachholen. Das ist auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ja. Nesimo sagt jetzt gerade, er würde der PK 11 von 10 geben, Flugsimulator. Ach ja klar. Was sagst du? Stimmt schon. Flugsimulator. Der war so krass einfach, dass der sich direkt, der hat einfach so viel eingenommen von dieser PK für mich, dass der aus meinem Short-Term-Memory direkt wieder rausgeflogen ist, weil er einfach nicht, war nicht genug Speicherplatz da. Das war natürlich das eigentliche Highlight. Also Cyberpunk kann da nach Hause gehen. Ja. Microsoft Flugsimulator wird einfach richtig Bombe. Ich freue mich drauf. Das wird der Topseller. Ja, richtig. Ich meine, ich habe gedacht, das ist GTA. Also so geil sieht das aus. Das muss man denen aber auch wirklich lassen. Also optisch sieht das schon cool aus. Ja, aber das ist, da denke ich mir halt wirklich so, ja, die Optik in GTA.
Das will ich sehen. Christoph fragt gerade, wer ist Marco? Ich bin Marco, hi. Das ist der Robert. Mhm. Marco ist Gott, schreibt übrigens Timothy direkt danach, da hast du die Erklärung. Eigentlich ist ja Severin Gott. Severin, kannst du mal kurz deine Gottstimme abfahren, wenn du... Nein. Okay. Oh, ganz lieben Gruß geht auch raus an meine Mom, die gerade zuschaut. Hallo. Ach, echt cool, deine Mom guckt zu. Sehr cool, ja. Ist leider, die PK ist leider schon vorbei. Aber ja, wir lassen Revue passieren. Ich würd ganz gerne noch ein paar, im Chat noch ein paar, ein bisschen Feedback lesen von euch. Also haut noch mal ein bisschen raus. Ich habe gerade noch ein paar Ratings gesehen, das war auch so zwischen 8. The Last Cello Gamer schreibt noch so, ergibt durchschnittlich eine überdurchschnittliche 8, also 8,5. Finde ich aber mega interessant, dass ihr das alle so gut findet. Weil ich muss echt sagen, ich habe bei mir gehadert, ob es zwischen 6 und 7 ist. Aber wie gesagt, ich bin halt so der absolute Zyniker. Der gute Luca schreibt, ist der Geweckern. Finde auch schade, dass es keine Metro-DLCs gezeigt wurden und keine Ahnung, wann die rausbringen wollen. Das ist eine gute Frage. Da hält sich Feuer Games anscheinend noch bedeckt. Ja, aber also grundsätzlich war ein schönes Line-Up. Kann man nicht meckern. Ja. Die Angaben zur Konsole rechtfertigen für mich nicht den Start einer neuen Konsolengeneration. Ja, aber das ist das Problem, Dala. Je weiter wir mit der Technologie voranschreiten, desto weniger groß sind die Sprünge. Also ja. Wenn du dir anguckst, PS1 und PS2, der Sprung, da war schon, das war schon echt krass. Von der 2 auf die 3 fand ich auch. Also vor allem, wenn man sich dann immer so die Games am Ende des Entwicklungszyklus anguckt. Also ich weiß immer noch, ich war total überrascht, wie Sony es geschafft hat, The Last of Us auf der PS3 laufen zu lassen. Ja, das war schon krass. Du hast recht. Das war absoluter Wahnsinn, weil ich glaube, die Konsole hatte irgendwie 256 MB Grafikkarte, 512 MB RAM, also gefühlt nichts. Mhm. Einfach nichts an der Hardware und rockt das Ding da so runter. Ja. Wahnsinn. Aber stimmt schon, also da muss ich Lina ein bisschen recht geben. Also ich finde die Technik an sich schon, weil ich glaube, das ist so die Technik, die wir eigentlich vielleicht sogar schon bei der PS4 und bei der Xbox One erwartet haben, so dass die Spiele super flüssig laufen, also alle, weil es gibt jetzt noch Spiele, die sind echt hässlich, die heute noch rauskommen. So. Ich fände es cool, wenn sie mehr gezeigt hätten. Also vielleicht wirklich speziell also Fakten, wirklich, wir haben Beispiel jetzt. Eine 1 Terabyte SSD oder so, keine Ahnung, ich habe wenig Plan davon, aber sowas hätte ich mir eher gewünscht. Ja, deutlich, auf jeden Fall. So, weil das war viel so hintenrum und viel offen gelassen. Genau. Ich glaube, sie wollten auch Sony keine Steilvorlage geben, so, weil wenn sie gesagt hätten, wir haben dies, wir haben das, wir haben jenes, wäre eine Woche später, einen Monat später Sony rausgekommen und hätte halt gesagt so, wir haben aber mehr RAM, wir haben mehr Festplattenspeicher. Deswegen glaube ich schon, war es auch ein bisschen klug, dass sie das so gemacht haben. Definitiv. Aber ich finde es auch interessant, dass sie halt, sie haben jetzt keine neuen Bedienkonzepte oder so angekündigt gehabt. Ne? Mhm. Also es wird wahrscheinlich wieder, es wird ein guter Controller sein. Also die Xbox-Controller liegen ja immer in der Hand und so. Keine Frage. Aber sie haben jetzt nichts angekündigt, wie halt die PS4 damals dieses Touchpad oder so hatte. Aber gut, seien wir mal ehrlich, das war auch dieses Touchpad mit dem Lautsprecher innen drin, das war auch mehr Gimmick, das hattest du gemerkt. Da hat Sony den Leuten oder den Entwicklern gesagt, okay, wenn ihr Launch-Titel sein wollt, dann müsst ihr das unterstützen. Dann müsst ihr da irgendwie eine Einbindung zu machen. Das habe ich auch sofort abgestellt. Also das war absoluter Blödsinn. Ja, ich finde, da hätte man vielleicht mehr draus machen können, aber gut, sei es drum. Ja. Wahres Einhorn haut hier noch ein Follow raus. Vielen Dank dafür. Danke dir, Einhorn. Genau dasselbe mit Beyond Two Souls. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Stimmt, das kam auch noch für PS3 und dann für PS4, oder? Ja, doch. Ja. Definitiv, die sahen alle sehr wunderschön aus. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne mal wissen, ob einer in der Redaktion auch was dazu zu sagen hat. Aber ich glaube, die sind alle super beschäftigt. Ja, die sind alle gerade hart am Tippen. Ich kann einfach die Runde fragen. Ey Leute, will einer von euch nochmal Microsoft PK resümieren? Hat einer eine starke Meinung, die er präsentieren will? Oder seid ihr alle am Newsen? Ich habe eine starke Meinung. Oh, Matthias. Matthias hat eine starke Meinung. Bitteschön. Also meine starke Meinung ist, dass, was ich gehofft habe, dass einfach Spiele angekündigt werden, die für mich, die mich zu Xbox One oder Xbox Scarlett treiben werden, ist leider nicht passiert, weil ich fand ein paar, vor allem die Indie-Titel echt cool, aber wie es bei Indie-Spielen auch der Fall sein wird, wird es auf jeder Konsole und jeder Plattform irgendwie erscheinen, es wird wahrscheinlich sogar auf dem Gameboy teilweise noch geportet und die sahen cool aus, aber da war jetzt nicht so das eine Killerspiel dabei, von dem ich dachte, boah, geil. Dann halt irgendwie Tales? Ja, ach ja, Tales, aber das ist halt auch das. Dafür muss ich mir keine Xbox One kaufen. Beziehungsweise ich habe eine Xbox One, dafür muss ich die aber nicht wieder einstöpseln. Und hier für Xbox Scarlett, ja, cool, nett.
Aber so, das, alles, was Sie gesagt haben, wurde, glaube ich, von euch gerade schon ein bisschen erwähnt, das hatte ich eigentlich diese Generation schon erwartet, so kaum Ladezeiten und geile Grafik ist jetzt so nichts, wo ich bin so, wow, echt? Cool. Ja. Sondern das ist so, ja, alles drunter wäre auch schade gewesen. Also das ist so, ja, ich bin, naja, schauen wir mal weiter. Ich bin nämlich halt überrascht, dass es erst Holiday 2020 ist, also erst so Weihnachtszeit. Ich hätte tatsächlich früher damit gerechnet. Ich hätte gedacht, die werden schon Anfang des Jahres hier raushauen. Mhm. Spätestens irgendwie im Sommer, aber die lassen sich dann doch ein bisschen Zeit. Mhm. So, das ist meine Meinung. Danke dir. Danke dafür. Ui. Gerne. So, ganz wir haben noch einen neuen Follow. Zomtek1 hat bei twitch.de Ach, twitch.tv und Follow. Mann, Alex, ich hab's gerade so wunderschön sachte hingelegt. Aber gut, nein, ist okay. Dann jetzt sag, was du sagen willst und dann geh wieder. Ja, also ich wollte nur sagen, keine Ahnung, ihr habt bestimmt schon drüber geredet, aber der, also ich fand's auch nicht so geil, aber der Ori-Trailer war halt the shit. Ja. Oh ja. Aber sowas von, ne? So ein halber das Boss-Rush irgendwie. Das ist so ein Statement. Ja. Also wir haben auch Gänsehaut gehabt beim Ori-Trailer. Denkt ihr, es lohnt sich jetzt noch eine Xbox One X zu holen? Ich würde sagen, nein, hol sie dir dann, wenn sie im Ausverkauf ist, wenn die neue Konsole ist, ja, wenn dir wirklich das daran was liegt. Genau, also für den Preis, den sie jetzt noch haben wollen, würde ich auch eher sagen, nee. Wenn sie so im Angebot ist für 2,50 oder so, dann kann man es noch machen. Aber ja, denke ich. Ansonsten nicht mehr. Ihr habt nach Highlights gefragt. Jetzt kommt's. Dein Highlight. Way in the Woods oder wie es heißt? Ach, der Hirschsimulator. Der Hirschsimulator, genau. Sieht wunderschön aus, aber wie der gute Matthias schon gesagt hat, das sind halt diese kleinen Spiele, die Beachtung verdienen würden, sie aber wahrscheinlich nicht bekommen. Deswegen muss man sich auch selber so ein bisschen anstrengen, die auf dem Schirm zu behalten, weil das dann gerne mal so in der AAA-Flut untergeht. Aber da freue ich mich drauf. Und das neue Tales. Also ich konnte es vorhin nicht ganz zu Ende ausführen, aber die Reihe hat über viele Jahrzehnte, muss man sagen, mit hoher Qualität gepunktet. Ja. Also es war so ein, neben Final Fantasy, das früher schon mehr Leute kannten, gerade in Fernost immer ein Qualitätsgarant. Und hat ein bisschen Vertrauen eingebüßt, dadurch, dass die Xillia-Spiele nicht bei allen Leuten gleichermaßen gut ankamen, oder Exilia, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, dadurch, dass Tales of Berseria nicht bei allen so gut ankommt. Das vorher, wie hieß das, was so total schlecht weggekommen ist, das erste Mal so ein bisschen die Formel aufgebrochen hat, weil man quasi auf der Map dann schon gekämpft hat und nicht extra Kampfbildschirm kam. Wie hieß es dann nochmal? Der Chat weiß es bestimmt. Tales of, genau, Leute. Das quasi vor Berseria kam. Badmaster Dime oder Jim. Vielen lieben Dank für deinen Twitch Prime Sub. Sehr schön. Haut hier danke, ein Abo danke. Raus. Top. Danke. Okay. Da wird uns direkt mal wieder die Pizza wieder refinanziert. Ja, sehr schön. Voll geil. Stimmt, oh, wir haben Pizza. Ich esse die auch gleich, gehe auch gleich nochmal pieseln. Da kommt schon der Olle Gehtstoff. Ich muss und unbedingt auch auf Toilette. Und es sah so aus im Trailer, als ob die Tales-Reihe jetzt mal ein bisschen mutiger wird und ein bisschen Tales of Systeria, Sackpilz, dankeschön. Wobei, das könnte auch Tales of... Doch, das ist Systeria, doch, das war das. Also nicht, ich meine, so wie er es geschrieben hat, kann man auch egal. Sweet Home Alabama. Genau. Systeria ist richtig, Sackpilz. Sehr gut. Und ich denke, die sind auf einem guten Weg, diese Reihe wieder nach vorne zu bringen. So, jetzt habe ich zu lange über Tales aufgeregt. Der Sören schreibt schon News. Der Sören schreibt schon News. Gruß an der Sören. Der Sören schreibt schon News. Gib mir der das Sören. Ach gut, dann haben wir auch nochmal. Natürlich. Auch nur kurz als Nachtrag, ich glaube, ich weiß, warum der Ori-Trailer so geil ist, weil das, glaube ich, der einzige Trailer war, der überhaupt Gameplay gezeigt hat. Oh, der ganze Rest ja. wäre nur so Render-Quatsch. Also, da wäre wirklich überhaupt kein Mehrwert. Microsoft Flight Simulator. Das war aber auch, na gut, vielleicht ist das so eine Action-Kamera. Da hat, glaube ich, zweimal kurz so ein Cockpit gesehen, naja. Aber ey, das wird geil, Mann. Das wird richtig geil. Bist du ein alter Flight Simulator-Fan? Ja, absolut. Also da habe ich natürlich jeden Teil der Reihe gespielt. Durchgespielt? Ja. Mit Bonus-Level. Ja. Ich habe auch alle Controller von denen. Das ne? Bis zum Mond-DLC auch. Das wollte ich nur sagen. Ich fand es altaffig, dass das alles Render-Trailer war und denkst, ja, und jetzt? Was weiß ich jetzt über das Spiel? Ja, außer vielleicht das Release-Datum, immerhin. Oder so ein vages Spring 2020. Ich weiß, okay, dann warte ich halt bis nächstes Jahr, bis ich mich wieder damit beschäftige. Mhm. Naja. Aber der Ori-Trailer, der war cool, weil Gameplay. Ja. Und geiles Gameplay. Wir haben uns jetzt fast 2 Stunden sogar Xbox bzw. Microsoft angeschaut, die Microsoft PK. Was, wenn du jetzt in einem Satz zusammenfassen würdest, Microsoft PK, was würdest du sagen? Also hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen? Gefallen auf jeden Fall.
alleine wegen dem riesigen Line-Up, und ich finde es gut, dass sie auch Indie-Titel eine Bühne gegeben haben. Gleichzeitig, wenn ich es wirklich ganz kurz und knapp machen sollte, würde ich sagen, Erwartungen nicht ganz erfüllt, aber trotzdem cool. Genau, also bei mir ist so, ich glaube, der Hype um Halo hat mich so ein bisschen durch die PK getragen so, und hat immer wieder, also die Hoffnung auf Halo hat mein Herz immer wieder pochen lassen. Ich glaube aber auch, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, zu wenig Gameplay, aber alles in allem war ich doch zufrieden, sagen wir es mal so. Ja. Das war die Microsoft-PK. Fast 2 Stunden saßen wir hier mit euch. Bleibt unbedingt dran. Wie gesagt, wir zocken gleich eine Runde Halo, die Master Chief Collection. Vielleicht Halo 1, Halo 2, Halo 3. Mal gucken, auf was wir Bock haben. Und wir sind dann nachher noch am Start mit Bethesda und Devolver. Und da sind wir natürlich auch. Vielleicht andere Leute hier auf der Couch oder im Hintergrund. Und bleibt unbedingt dran. Und wir zeigen euch jetzt ein bisschen High-Level-Gameplay in Halo Master Chief Collection. Bis gleich.